Ein Power. Huch. Der Typi brennt. Nett. Schneid mal nochmal mit Rauch. Das muss doch auch mit Rauch gehen. Rauch. Rauchverbrennungswolke. Ah, funktioniert doch mit Rauch. Coolio. So, Zombie, was hat der Zombie? Komm näher, um mich zu stoppen. Hm? Und du? Ah, hilf den Überlebenden, die Zombie-Invasion aufzuhalten. Oh, das ist ja meine Spezialität. Ja, mal gucken. Hm. Der Typ wieder ist eingesperrt. Und dann sind die Zombies. Plants vs. Zombies. Die Stadt wird von Zombies überrannt. Jeder Überlebende braucht eine Hilfe. Hilf zuerst dem Arzt, die Wunden des Feuerwehrmanns zu behandeln. Ein Pflaster. Pflasterer. Polster. Palast. Pasto. Pflanze. Pflaume. Pflüger. Pfosten. Plastik. Platte. Polarstern. Ich glaube, mit dem Polarstein kann der Typi nichts so viel anfangen. Also ein Pflaster gibt's nicht. Wer ist denn das dann? Da kriegst du halt eine Bandage. Banane. Bandage. Die meine ich doch. Ja. Naja, hat auch geklappt. Man kann ja auch andere Gegenstände nehmen, das klappt dann auch. Also habt ihr aber vielleicht schon mitbekommen, statt einem Fleischklopfer hätte ich glaube ich vorher noch einen Hammer nehmen können zum Beispiel. Oder auch was anderes, womit man kloppen kann. Das ist der Traum eines jeden Gamers. Gib ihnen etwas, um die Horde abzuwehren. Okay. Zentrieren. Ah, gut. Wir brauchen Gamer, um Zombie-Attacke abzuwehren. Natürlich braucht er einen Maschinengewehr. Ja, aber ich verschreibe mich hier mit Absicht, weil ich meine Tastatur. Ich sehe nur so ungefähr. Sagen wir mal ein Drittel von meiner Tastatur. Und von dem Drittel ist nochmal die Hälfte ungefähr zwei von Block. Den Rest verdeckt das Mikrofon. Das weise Mädchen ist aufgewühlt. Sie braucht etwas, um sich zu beruhigen. Nuckel. Bisschen. Nuckel scheint nicht ganz das zu sein, was sich das Mädchen wünscht. Einen Teddy. Teddy-Spielzeug, Teddy-Tier? Hä? Komm, das ist ein netter Teddy. Hm. Scheiß die Wand an hier. Teddy-Spielzeug. Das klappt doch bestimmt. Bitte schön. Ah. Der Soldat ist davon überzeugt, dass aus ein paar einfachen Objekten eine Kampfmaschine gebaut werden kann. Setze drei Objekte in die Box, um einen Mech zu bauen. Ein Mech Coolio. Ja, machen wir gerne. Zentrum. Was ist mit dem da oben eigentlich? Sekretärin. Was ist das da? Stahltür. Mhm. Na gut. Also, downstairs. Da sollen wir jetzt irgendwas reinpacken, um den Mech zu bauen. Was brauchen so ein Mech? Ein Mech braucht einen Raketenwerfer. Tragwaffen. Raketenwerfer. Fahrzeug? Das muss ich dann auch mal ausprobieren, du. Reinpacken. Cool. Du hast etwas hinzugefügt, was beim Kampf gegen die Zombies hilft. Okay, wir brauchen einen Mech noch. Ein Mech braucht... Stahlträger. Ja. So. Du hast eine Energiequelle hinzugefügt, um den Mech zum Laufen zu bringen. Das muss ich mir angucken, was ich da reingepackt habe gerade. Ich dachte, es war tatsächlich Stahlträger eingepackt. Na gut, das brauchst du im Mech noch. So ein Mech braucht. Was weiß ich. Beine brauche noch. So. Ne? Die Beine war nicht so richtig. Okay. Wir brauchen im Mech noch. Ein Jetpack. Ein Jet. Ja, dann kann er nämlich fliegen. So, mal gucken. Ah, du hast etwas Stabiles hinzugefügt, um den Körper zu schaffen.
Bumm. Ah, das ist unser Mac. Die Feuerwache muss evakuiert werden. Lenke die Zombies ab, damit die anderen Überlebenden fliehen. Hüpfe in den Mac, wenn du so weit bist. Okay. Wir brauchen noch eine Entwerfer. Achso, das ist ein Entwerfer. Ups. Hoppala. Warum geht ihr denn die Tür auf? Angreifen. Bam. Da kriegst du tierische. Nein. Genau. Angreifen. Ich denke, ich kann mit Doppelklick angreifen. Ah, es funktioniert. Ich muss daneben klicken. Boom. Nett. Angreifen. Ah, fertig. Und den Zombie lege ich auch noch. Mir noch egal. So, Headshot. Monster Kill. So. Zombie-Invasion fertig. Nett, oder? Neue Level freigeschaltet. Geh zu Lilly. Na dann. Geh mal zu Lilly. Hi Lilly. Guck mal, ich habe wieder Sterne. Errungenschaft. Patches und sein Drache. Check ich nicht. Oh, hi. Bla bla bla. Okay. Ui. LOL. Oh, jetzt habe ich schon einen Steinrock. Oh. Okay. Ja, wie man sieht hier, das wird alles noch ein bisschen größer. Oh. Das war's schon. Mehr gibt's nicht. Das sieht aus, als ist das schon eine ganze Menge. Ja, was gucken wir uns jetzt an als nächstes? Gucken wir mal. In das Schloss will ich jetzt mal gucken. Einfach nur so für Spaß. Haben wir doch ein paar Minuten Zeit, nicht? Willkommen in Graf Gänsefüßchens Schloss. Okay, ein Henker. Da war Archimedes. Und cool. Ah, Orks. Ich liebe Orks. Vor allem gebraten. So, was gibt's denn hier Schönes, Leute? Muss ich denen helfen, den Orks, oder muss ich denen da helfen? Bla bla bla. Gib mir etwas, um diese Orks umzureiten. Was wollen die Orks? Hilf uns, am Ritter vorbeizuschleichen. Tja, helfe ich das hin? Oh, ich helfe mal den Orks. Mal gucken. Am Ritter vorbeischleichen. Da braucht man doch Sneakers. Ja. Ne? Nicht? Leiser. Ne? Auch nicht. Na gut, dann helfen wir dem Ritter. Der Ritter braucht irgendwas, um die umzureiten. Mit einem riesiger Elefant. Ohohoho. Nee. Ha, Alter. Tier verwenden. So. Dein Starrite Stirnsplitter-Splitterzähler wird rot. Sobald Splitter nicht sammelbar sind, setzt das Level zurück, bevor diese Splitter eingesammelt werden. Blablabla. Ach so, weil ich den Orks jetzt nicht mehr helfen kann, ist klar. Hä? Der ist auf Ärger aus. Aber okay. So, gucken wir mal weiter. Was ist das hier? Heu. Ein Heuhaufen. Einfach nur ein Heuhaufen. Und das ist ein Heuballen, nehme ich an. Ja. So. Hoch, runter, links, rechts. Ah, Jingle! Nee, das ist Warp. Gib mir etwas, um den König zu unterhalten. Eine Rasse. Kürbisrasse, Kinderrasse, geflochtene Rasse. Kinderrasse. Ja. Na komm, mit sowas kann man den König unterhalten. Und dann halt mich hier. Eine Tuba. Da. Nett. Du kannst jetzt als MacBells Bruder Larp spielen. Ach so, ein Bruder von ihm. Ach, das sind die 42 Brüder und Schwestern oder so, glaube ich. Rampenlicht.
Einschalten. Geht nicht. Kann man nicht einschalten, schade. So, hier geht's runter. Gehen wir mal runter. Runter. Oh, nett. Nett, 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 nett. Schutt. Und ein Pickel. Was ist das hier? Hier tropft's. Der schläft. Was? Sterbensmüder Ritter. Hä? Stahlkäfig groß. Hm. Gib uns etwas, um unseren Kameraden aus dem Gefängnis zu holen. Einen Diebesschlüssel. Der kann ja alles aufmachen. Nee. Na gut. Dietrich. Hauptsache mit Dietrich meine ich jetzt nicht irgendeinen Mann. So, ja. Ah, der klappt. Ausbruch aus dem Verlies. Das sieht aus wie Alter hier. So. Tja, mein Freund, hast du Pech. Was ist das? Balsamöl. Mhm. Ein Messerchen. So, Schwert. Aufsammeln. Hey, nimm das Schwert nochmal, verdammt. Aufsammeln. Und geben. Bitteschön. So, und weiter geht's. Mal nach oben. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Prinzessin, die ist ja toll. Hey, nicht Maxwell. Hi, Prinzessin. Ich hasse dieses Rüschenkleid. Gib mir etwas Stilvolles zum Tragen. Lederhosen. Bitteschön. Aha. Mäh. Jetzt sind noch keine Lederhosen. Königin hat nichts zu tun. Großer Prinz hat nichts zu tun. Hi. Assistent hat nichts zu tun. So, noch eins. Schauen wir mal. Hey, Herr Jägersmann. Robin Hood. Bogenschütze. Mhm. Ist hier nichts zu machen, oder? Achso, gib uns Waffen, um die Eindringlinge herunterzuschießen. Eine Waffe, um die Eindringlinge herunterzuschießen. Was nimmt man dafür? Eine Armbrust, ne? Armbrust, ne, das ist aber langweilig. Ich brauche was ganz Fantasievolles. Etwas ganz Fantasievolles, womit man schießen kann. Eine Atombombe. Da. Ja. Soll ich es mal machen? Geht ja. Na doch, ich will es sehen. Geil. Wir sind so grün. Wir sind zu grün. Oh, was passiert? Es passiert nichts. Oh yeah. Hm. Auf dem DS weiß ich nämlich, mit der Atombombe konnte man das ganze Level dann zerstören, so dass dann das Spiel nicht mehr weiterging. Man musste dann den Level neu starten. Das weiß ich. Oh, was war denn hier? Hilf einer Echse beim Aufwachsen, damit sie den Schrecken des Königreichs. Okay, cool. Das machen wir jetzt noch und danach machen wir erstmal ein Schlüsschen. Oder so, glaube ich. Der verwaiste Drache start. Guten Tag. So, was geht ab? Boom. Diese Babyadexe will ein großer, starker Drache werden. Aber sie ist zu gewöhnlich. Mach sie magisch. Brauchen wir einen Merlin. Nee, das ist nicht Merlin. Merlin? Ach, Marlin. Merlion, Malia, Malia, Medizin, Mehl. Hm. Magisches Puder. Ah. Okay, und angreifen. Nee. Targieren. Hm. Entfernen, Buff. Da. Ah, er hat's gefressen und es hat geklappt. Oh! Es ist ein Feuerdrache. Gib ihm etwas, das ihm kraftvollen Feueratem verleiht. Feuerblume natürlich. Ne, gibt's nicht. Pepperoni.
Eine grüne Chilischote, die ist noch, glaube ich, scharfer, oder? So, hier, bitte. Hey, hier. Hallo. Er will's nicht. Benzin. Ah, hat geklappt. Oh, jetzt ist er noch größer. Geil. Nicht schlecht. Das gefällt mir sehr gut. So, und du? Trainiere deinen Drachen. Stell jemanden in den Käfig, der es mit einem Feuerdrachen aufnehmen kann. Ein Wasserdrache. So. Doch, los. Geht nicht? Na, du greifst mich nicht hin. Na gut, dann ist es halt ein der klassische Ritter. Na, und? Hallo. Nochmal. Trainiere deinen Drachen. Stell jemanden in den Käfig, der es mit dem Drachen aufnehmen kann. Ja, kannst du nicht mit dem aufnehmen? Ich habe Angst vor dem Drachen. Ich will in meine Burg. Okay, ja, wer kannst du mit dem Drachen aufnehmen? Siegfried. Ganz doch. Nee, hab ich nicht verschrieben. Siegfried. Seegurke. Mensch, kennt ihr nicht Siegfried? Ah, die aus den Nibelungen. Nibelungen. Neulinge. Lalalala. Wer kann es denn mit dem Drachen verdammt noch eins aufnehmen, Alter? Das ist ein Teufel. Ja, kannst du. Ja, toll. Gott. Kann es Gott mit dem aufnehmen? Oh Gott, da ist Gott. Hi Gott. Bitteschön. Mann, ey. Jemand, der für seine Feuerbekämpfung ausgebildet ist, kann gegen einen Feuerdrachen kämpfen. Achso. Oh. Na ja, Gott, darf dazu mir bleiben. Ah. Dann heißt der Feuerwehrmann. Meine Güte. Rein. Zack. Okay. So, wechsel jetzt noch weiter. Alter! Einfach so alles kaputt machen hier. Das sind die Richtigen. So, und da haben wir den Starride. Oh yeah. Der erste Drache fertig. Wir sind das Starride 9. Yeah, weiter geht's. So, ich würde mal sagen, wir beenden dieses Spielchen einmal an dieser Stelle. Wir sehen uns dann vielleicht wieder mit diesem Spiel. Müssen wir mal gucken. Ja, jedenfalls meldet euch, falls ich das weiterspielen soll. Ich hoffe, ihr habt schon mal einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Ist auf jeden Fall sehr kurzweilig und da kann man noch eine ganze Menge andere Sachen machen. Wer es für ein DS noch nicht gespielt hat, der sei auch mal angehalten, sich das für ein DS anzugucken, weil das war auch verdammt cool. Das waren sehr knifflige Level und wo man dann auch mehrere Sachen miteinander kombinieren musste, was hier bestimmt auch noch passieren wird. Wahrscheinlich, denke ich. Naja, wir werden es sehen. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen!